Das dominante Motiv bei der heutigen Handelseröffnung ist ein Bericht des Mouthpiece der Fed, Nick Timiraos vom Wall Street Journal, der sagt, naja, die Fed wird jetzt nur noch um 0,25% die Zinsen anheben und dann langsam mal gucken, wie so die Zinsanhebungen bisher gewirkt haben. Daraufhin der Dollar schwach, Euro-Dollar steigt über die 1,09er Marke, die Aktienmärkte darüber einigermaßen erfreut. Ist doch schick, wenn die Fed bald nicht mehr so stark die Zinsen anhebt. Die EZB dagegen sehr, sehr hawkisch. Wir werden mehrere große Zinsschritte machen, so EZB-Rat Knut, der Holländer. Und auf der einen Seite also Dollarschwäche, auf der anderen Seite sehen wir, dass Gold fällt. Auf der einen Seite spielen die Märkte, naja, die Inflation wird deutlich zurückkommen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass in China sich da geradezu etwas anbahnt, was eben diesen Rückgang der Inflation wahrscheinlich wieder konterkarieren wird, sodass die Notenbanken dann wieder in einer anderen Situation sind. Aber schauen wir uns das Gemetzel, wollte ich schon sagen, nein, die Gemengelage an den Märkten an. Hier ist der Bericht von Nick Timiraos. Fed officials are preparing to slow interest rate increases for the second straight meeting. Und da wird dann darauf verwiesen, ja, wir gucken erstmal, wir werden jetzt die Zinsen nicht mehr so stark anheben, eigentlich von den Märkten bereits eingepreist. Man geht fast mit 100% Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Fed jetzt bei ihrer Sitzung am 1. Februar nur noch die Zinsen um 0,25% anheben wird. Und das in einer Situation, wo die Märkte ohnehin schon gegen den Dollar wetten, weil sie sagen, der Pivot der Fed ist nahe. Wir kaufen dagegen Emerging Markets, wir kaufen Europa, weil da vielleicht noch mehr Zinsstrecke zu machen ist in Europa. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich die Konjunktur verschlechtert hat in den USA. Wir sehen hier mal Largest Inflow to EM Equities seit Februar 2021, also fast seit 2 Jahren. Man geht also raus aus den US-Märkten oder ist rausgegangen und hat vorwiegend in diese Emerging Markets und auch in Europa investiert, aber insgesamt sehen wir, am Freitag hatten wir eine Rallye, wir haben zunächst gesehen, dass die Renditen gefallen sind, dass jetzt die Financial Conditions sich wieder so stark aufgelockert haben, wie seit 11 Monaten nicht mehr. Damit sind wir bei den Financial Conditions lockerer als zu Beginn der Zinsanhebungen der Fed. Mit anderen Worten, die Märkte machen das kaputt, was die Fed versucht zu erreichen mit ihren Zinsanhebungen, und das ist dieser Kampf, diese Auseinandersetzung zwischen den Märkten und der Fed, die jetzt eine neue Runde geht, so oder so. Wir sehen hier diese massiven Wetten gegen den Dollar auf der einen Seite, wir sehen unten den Economic Surprise Index aus den USA, der jetzt negativ ist. Wir hatten sehr schwache Konjunkturdaten aus den USA, deswegen ist eben diese Rezessionsperspektive da. Wir sehen, dass fast 20% der US-Firmen sagen, wir werden wahrscheinlich unsere Mitarbeiterzahl reduzieren, und wir sehen, dass nach diesem Bericht von Nick Timiraos der Euro über die 1,09er Marke gegangen ist. Dollar Slips, das ist dann noch verstärkt worden, eben durch Knot, den ich vorhin schon angesprochen hatte, der sagt, wir haben im Dezember einen Schritt zurück gemacht von 75 auf 50 Basispunkte. Aber jetzt wird diese 50 Basispunkte werden das Tempo für eine Vielzahl von Sitzungen sein, wo man also die Zinsen um 0,5% anheben wird. Er sagt dann mindestens 2-mal, nämlich im Februar und im März werden wir die Zinsen um 0,5% anheben. Ich denke, dass wir im Sommer im Straffungsmodus bleiben. Also die EZB geht davon aus, dass sie weiter heftig die Zinsen anheben wird, während die Fed dann schon fast fertig ist. Good luck with that. Normalerweise folgte die EZB der Fed ziemlich auf den Fuß. Sie hat mit Verzögerung das nachgemacht, was die Fed gemacht hat, nämlich die Zinsen anzuheben. Jetzt meint sie, dass sie also noch richtig eine Schippe oben drauf packen wird. Ich bin mal gespannt, was die Italiener und die Franzosen dazu sagen oder andere Südländer. Die werden sagen, hups, das wird ein bisschen archteuer, was ihr da vorhabt. Aber mal sehen, zumindest ist die Absicht da. Lagarde amüsiert sich, als sie das dem Jerome Powell hier kommuniziert. Und einer der Gründe, warum man sehr stark eben nach Europa gegangen ist seitens der Großinvestoren, warum man den Euro gekauft hat, warum man den DAX nach oben geprügelt hat, ist, dass man denkt, naja, die Energiekrise ist vorbei. Das ist aber nicht der Fall, wie hier Robin Brooks richtigerweise sagt. Hier sehen wir mal die Euro-Long-Positionen, extremes Hoch.
oder hatten wir schon seit mindestens einem Jahr nicht mehr, eine solche eurobullische Positionierung. Das Problem oder einer der Gründe, warum eben die Energiepreise gefallen sind, ist A, das milde Wetter und ist B, vor allem der Rückgang der Nachfrage. Viele Firmen haben praktisch runtergefahren, haben umgestellt auf andere Energieträger. Dadurch ist Gas nach unten gekommen. Wenn Sie sich mal den Ölpreis anschauen, der ist im WTI wieder über der 80er Marke. Und wenn wir uns den Dollar mal anschauen, dann sehen wir, dass wir da ganz schön runtergekommen sind. Wir haben jetzt eine fallende bullische Wedge. Und wenn Sie unten mal beim oberen Chart gucken, sehen wir die Stochastik total ausgebombt. Da wird nicht mehr so wahnsinnig viel gehen. Wir sind gleichzeitig, wenn Sie unten in dem Chart mal gucken, bei der 10-jährigen Anleiherendite der USA an einer Trendkanallinie, haben in der Stochastik eine positive Divergenz. Mit anderen Worten, nicht in der Stochastik, im RSI, mit anderen Worten, manches deutet darauf hin, dass die Renditen für US-Staatsanleihen wieder steigen werden und dass die Dollarschwäche bald sich umkehren wird in eine Gegenreaktion des Dollars. Das zumindest ist das, was die Indikatoren hier nahelegen. Das widerspricht dem, was wir jetzt eigentlich von der Meldungsseite bekommen, und es widerspricht ohnehin dem, was langfristig der Fall ist. Hier sehen wir mal die Working Age Population zwischen 16 und 64. Das geht in Europa weiter runter, stürzt in Japan ab, dürfte in den USA aber mindestens konstant bleiben. Das heißt, wir sehen, dass perspektivisch ohnehin hier in Europa ein demografisches Problem ist. Das gilt natürlich auch für China im besonderen Maße. Und apropos China, hier sehen wir, dass diese Öffnung in China einen regelrechten Tsunami an Inflows, also praktisch die Geldströme, die sind Richtung Emerging Markets gewandert. Hier rechts sehen wir mal Goldman Sachs Prime Exposure to China. Die sagen, das ist also die schnellste Veränderung, die wir in 4 Wochen jemals gesehen haben. Das geht hoch wie eine Viagra-Rakete. Und unten sehen wir, dass eben in die Emerging Markets massiv reingegangen wurde. Das ist vorwiegend eben China. Also alle sind bullish für China. Und das in einer Situation, wo jetzt laut Berichten 80% der Chinesen wahrscheinlich mit Corona infiziert sind. Die sind ja jetzt im Neujahrsurlaub, reisen aufs Land, werden dort wahrscheinlich Corona hintragen. So oder so, dadurch, dass China und weite Teile, wichtige Teile Chinas im Lockdown waren, passiert das, was auch dann in Europa und USA passiert ist. Die Leute haben Sparvolumen, weil sie letztendlich das Geld nicht ausgeben, das sie verdient haben. Das wird zurückgehalten. Was soll man auch machen? Man kann nicht ausgehen, man kann nicht reisen. Jetzt wird dann dadurch sozusagen, wenn diese Corona-Geschichte vorbei ist und die Leute wirklich wieder komplett das normale Leben leben sollten, wird natürlich sehr viel dieser Sparüberhänge wieder in die Wirtschaft kommen. Das haben wir sehr gut gesehen in den USA. Das wird die inflationären Tendenzen nicht nur in China, sondern weltweit mit nach oben tragen, zumal China eben jetzt mehr und mehr Rohstoffe nachfragen wird. Wir sehen, dass Kupfer bereits gestiegen ist, Ölpreis gestiegen, Gas dürfte auch bald wieder nach oben gehen. Also wir sehen, dass diese Nachfrage, die jetzt aus China kommt, eben latent wieder inflationär ist. Steigende Rohstoffpreise verteuert die Kosten, verteuert damit und sorgt damit eben auch für Preissteigerungen. Und da ist eben die Frage, wie passt das in dieses Narrativ der Rezession? Mike Wilson, der sagt, ja, der Konsens hat sich jetzt doch so ein Stück weit in Richtung Rezession verschoben. Das finde ich sehr gut. Und hier muss man das kontrastieren mit den immer bullischeren Kommentaren, etwa bei meinen Videos. Hier hat einer witzigerweise gesagt, man kann alles zerreden und zerfugieren. Fakt ist, der DAX ist um fast 30 gestiegen in 3 Monaten und geht nie wieder unter die 12.000er Marke. Da kann der Fugi reden und Statistiken analysieren, so wie er will. Willkommen im Bullenmarkt, ihr Träumer, also ihr Tagträumer. Also man ist wieder da. Die Bullen denken wieder, jetzt kommt ihre Zeit und wollen sich das nicht zerfugieren lassen von mir. Das ist absolut nachvollziehbar. Aber vielleicht sind die Bullen da nochmal ein bisschen voreilig, denn wir sehen ein etwas seltsames Phänomen. Auf der einen Seite sagen die, und das ist hier in der unteren Grafik zu erkennen, sagen die von der Bank of America befragten Großinvestoren, naja, wir haben eine Positionierung, die schon Richtung Rezession, man ist also long in Bonds, man ist long in Utilities, defensiver Versorgersektor. Man hat einigermaßen Cash. Man ist in Staples long, in Healthcare. Also in den defensiven Sektoren ist man long. Man ist nicht long in Equities, in Tech, im US-Dollar. Also alles, was letztendlich eine Rezession
antizipiert, könnte man sagen. Wenn wir uns allerdings die Entwicklung an den Märkten anschauen, Kupfer etc. etc., normalerweise fällt Kupfer, wenn Rezession erwartet wird. Jetzt steigt Kupfer, einer der besten Indikatoren für die Weltwirtschaft. Warum steigt aber Kupfer? Eben wegen der erwarteten Öffnung Chinas, eben wegen der erwarteten Nachfrage aus China. Das ist sozusagen diese paradoxe Situation, mit der wir es hier zu tun haben. Und wir sehen hier, CPI in den USA geht runter, ist ja seit Juni rückläufig. Allerdings steigt Kupfer. Kupfer steigt normalerweise und fällt mit der Inflation, respektive diese beiden laufen parallel. Das würde darauf hindeuten, dass wir früher oder später, wahrscheinlich mit einem gewissen Vorlauf von ein paar Monaten, man sagt so 6 bis 9 Monate, wird die Inflation aufgrund dieser Geschichte wieder anziehen. Energiepreise waren ja zuletzt gefallen. Wenn die Energiepreise wieder anziehen, wird das dann ein echtes Thema für die Notenbanken. Aber überraschend für mich, wie gesagt, wir haben Dollarschwäche heute Morgen nach den Aussagen, nach dem Artikel von Nick Timira aus dem Wall Street Journal. Aber wir sehen, dass der Euro über 1,09 steigt. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass Gold fällt. Und das ist für mich ein Canary in the Coal Mine, meine Damen und Herren. Gold ist sehr stark überkauft. Dürfte jetzt Probleme bekommen und anzeigen, dass auch diese Rallye im oder gegen den Dollar nicht mehr so lange stattfinden wird. Wir sehen hier etwa den S&P 500 auf 15-Minuten-Chart. Da sehen wir im RSI schon ziemlich hoddy-hoddy. Wir sehen unten in dem größeren Chart, dass sich das Ganze jetzt wieder beginnt zu verkeilen in diesem Trend. Im 60-Minuten-Chart hätten wir, was oben den RSI betrifft, noch ein bisschen Luft, können also noch ein Stück weiter. Interessant ist allerdings, dass der VIX dann am Freitag nicht mehr gefallen ist, obwohl die Aktienmärkte gestiegen sind. Normal geht das ja einigermaßen parallel. Fallender VIX ist gleich steigende Aktienmärkte und umgekehrt nicht immer, aber schon meistens. Also da haben wir vielleicht noch ein bisschen Luft, aber so wahnsinnig viel Potenzial würde ich dieser Rallye nicht mehr zubilligen wollen, zumal wir wieder die Situation haben, der S&P kommt an einen Widerstand, oder hier der SPY, das maßgebliche ETF, während der VIX eben auf eine wichtige, dicke, fette Unterstützung trifft. Und normalerweise müssten wir dann nach nochmal ein bisschen Luft nach oben, dann den nächsten größeren Rücksetzer sehen, zumal die Rule of 20 besagt, dass Aktienmärkte dann ihren Boden finden, wenn eben die Summe aus Price-Earnings-Ratio und CPI, also praktisch KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie teuer sind die Aktien, und der Inflationszahl unter 20 liegt. Das ist derzeit noch lange nicht der Fall. Da sind wir also deutlich drüber. Und ein Soft-Landing, das erhofft wird, das passiert meistens dann, wenn die Fed relativ schnell umsteuert und die Zinsen senkt. Das hatten wir 67, 85, 99 im Februar 2000. Da hat die Fed relativ schnell die Zinsen gesenkt. Davon dürfte die Fed relativ weit weg sein. 2023 will sie das nicht tun. Da müsste schon viel passieren, dass sie es tut. Müsste also wirklich eine fette Rezession kommen. Und jetzt kommt diese so wichtige US-Berichtssaison, die uns die Auswirkungen der letzten Entwicklungen zeigen wird und sagen wird, naja, wie wahrscheinlich ist eine Rezession? Wir haben jetzt am Dienstag Microsoft, wir haben am Mittwoch Tesla, wir werden die PCE-Daten am Freitag bekommen, wir bekommen Immobiliendaten, wir bekommen das BIP aus den USA am Donnerstag und so weiter und so fort. Also das wird eine sehr, sehr wichtige Woche und es wird vor allem der Beginn der richtigen Berichtssaison außerhalb des Finanzsektors. Der Tech-Sektor beginnt jetzt gewissermaßen. Das wird zentral. Abschließend zwei Hinweise, meine Damen und Herren. S&P 500 und DAX, die Zinsen auf der Zielgerade. Jetzt geht es um die Konjunktur. Da wird all das nochmal zusammengefasst, wird diese große, das große Panorama entworfen. Kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, wenn Sie verstehen wollen, was eigentlich passiert, wie die Dinge zu verstehen sind. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, Goldpreis im Aufwind. Die Gründe, aber die Frage ist, wie lange geht das noch gut? Also, zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.